Juhu, Leute, hallo. Eine neue Woche hat begonnen und zwar die 27. Kalenderwoche und ich werde diese Woche zu meiner Oma fahren und auch endlich in den Sommerurlaub. Am Freitag geht es dann erstmal zu meinem Bruder. Mohoho-Montag. Die Woche startet, bevor ich ins Bett gehe, und zwar mit einem Durstlöscher. Saure Erdbeere hat mir mein Bruder auch noch zum Geburtstag geschenkt. Ja, ich bin nicht allein hier. Und Pascal ist hier Und pfeift gleich nach Hause. als erstes heute gibt es erstmal Baguette und Brötchen mit etwas veganer Salami vom Rewe. Und ich habe hier so einen Joghurt-Tahini-Dip. Und ich muss sagen, ich habe ihn schon mal probiert. Er schmeckt echt widerwärtig. Ich werde etwas vom Baguette dort eindippen. Und dann werde ich mal gucken, was ich mit dem restlichen Dip mache. Widerwärtig. Aber trotzdem wird das ein leckeres Frühstück. Komischerweise habe ich mich dann beim Essen an den Dip gewöhnt. Ich würde ihn tatsächlich jetzt nochmal kaufen, denn er ist von ziemlich widerwärtig auf ganz okay, kann man essen. Ich würde es gerne mal probieren mit Nudeln und Käse. Und an dem Tag habe ich auch nichts weiter gegessen. Ich hatte gar keinen Hunger oder Appetit mehr, lag aber nicht am Dip. Dienstag. Als erstes gab es wieder ein Getränk zum Frühstück sozusagen, und zwar dieser milde Orangensaft von Hohes C, der ist tatsächlich noch übrig geblieben von der Freddy Fresh Bestellung aus Kalenderwoche 24. So, ich habe mir jetzt ein leckeres Pizzablech gemacht. Ich bin unverbesserlich. Es geht weiter mit Fast Food. Ich hoffe, morgen kann ich mal ein bisschen gesünder essen, aber dann geht es für mich auch langsam in den Urlaub, wo ich ja dann auch erstmal schön essen gehen werde. Auf der Pizza ist übrigens neben Käse auch Mais und rote Zwiebeln, wie man sieht, und vegane Salami vom Rewe und etwas Barbecue-Soße mit Tomatenmark. Als Nachtisch gab es dann noch einen Milka-Donut. Lecker, lecker. Mittwoch. Die vorerst letzten Erdbeeren in diesem Jahr. Die Saison ist langsam vorbei. Und ich habe noch zwei fette Schalen, die ich gerade frisch aus dem Kühlschrank geholt habe. Und eineinhalb davon werde ich mir erstmal zurechtschneiden jetzt. Ein letzter Anblick. Ja, und dann wird es erst wieder nächstes Jahr Erdbeeren geben. Denn ich werde mir keine jetzt so weiter im Supermarkt kaufen. Die habe ich ja jetzt jede Woche immer geschenkt gekriegt. Ach, lecker, lecker, lecker. Werde ich mir jetzt einverleiben. Irgendwie sind die restlichen Aufnahmen von diesem Mittwoch abhanden gekommen. Ich hatte auf jeden Fall noch das restliche halbe Blech Pizza und den zweiten Milka-Donut. Sehr lecker alles gewesen. Donnerstag. Guten Morgen. Ich werde mir heute einen Smoothie machen mit den restlichen Erdbeeren, zwei Bananen und zwei Kiwis. Das ist mein Obst, was jetzt dringend aufgebraucht werden muss, bevor es für mich nämlich in den Urlaub geht. Sonst wird das nämlich hier schlecht und gammelt. Ja, und daraus werde ich mir einen Obst-Smoothie machen. Guckt euch mal an, wie lecker der aussieht. Und der ist richtig, richtig dickflüssig. Ich habe auch wieder veganes Kollagenpulver mit hineingegeben. Und es sind noch Erdbeeren übrig geblieben. Die haben nicht alle mit reingepasst. Die werde ich jetzt noch so roh snacken. Ich mache jetzt was richtig Verrücktes. Und zwar habe ich die restlichen Erdbeeren doch nicht gesnackt, sondern ich habe das alle klein geschnitten und hau sie jetzt nochmal durch den Smoothie Maker. Einfach nur als Erdbeersmoothie, weil das so lecker ist. Und ich nehme auch eine zweite Portion veganes Kollagen. Wenn ihr den in echt sehen könntet, wie dunkelrot der ist. Wahnsinn. Wuh, ein Smoothie nur aus Erdbeeren. Ich bin gerade in Aschersleben. Ich bin auf dem Weg zu meiner Oma und bin hier immer in den Edelmarkt und hier ist eine Riesenabteilung von veganen Steaks und Schnitzeln, die ich gar nicht erwartet. Eigentlich war ich im Edeka nur, weil dort laut meiner App ein Bücherschrank stehen sollte. Und wie ihr gleich sehen werdet, habe ich den auch gefunden. Ein Bücherwurm, und darüber habe ich mich riesig gefreut. Da konnte ich das ein oder andere Exemplar ergattern. Ach Leute, wie ihr gerade seht, bin ich nur kurz dahin gegangen wegen dem Bücherschrank, der da sein sollte. Das ist nämlich eine Stunde früher und jetzt war ich gerade zu meiner Oma. Ich hab erstmal einen Schluck. Aber ich habe dort
richtig tolle Sammelbücher bekommen und ich habe auch ein paar vegane Grillsachen mitgenommen. Dann ging es weiter mit dem Bus und ich habe mal ganz vorne gesessen. Angekommen bin ich mit meiner Oma ins Center gefahren. Dort war ein nagelneuer Marktkauf mit einem riesen tollen Sortiment und auch dort stand ein Bücherwurm. Konnte ich etwas rumschnüffeln und das wird der zweite Bücherschrank sein, den ich in die App eintragen darf. Danach sind wir schön an den See, bevor es in den Biergarten ging. Jetzt gibt's leckere Pommes. Rot-Weiß mit einem Rhabarber. Alster. Da, Oma ist your crossing boat. Schmeckt gut? Lecker. Jetzt gibt's noch ein schönes Alster, diesmal mit Zitrone. Ein Vanille-Schokowürmchen. Und Ille hat ein Big Schoko Melon. Lecker! Ich bin endlich wieder zu Hause angekommen und werde die Hälfte von diesem Bio-Orangensaft, den Pascal mir zum Geburtstag geschenkt hat, trinken von Hollinger. Freitag. Ganz früh, mitten in der Nacht, gibt es den restlichen Orangensaft und den veganen Kollagen-Drink, den ich zum allerersten Mal nicht mit dem Smoothie-Maker gemacht habe, sondern mit einem Milchaufschäumer. Der kommt jetzt auch mit heute in den Urlaub. Meine übrig gebliebenen Cherry-Tomaten und meine Salatgurke durfte natürlich auch nicht zu Hause vergammeln. Deswegen habe ich die mitgenommen, auf die Zugfahrt und im Zug gegessen. Das ist mal ein Frühstück der anderen Art. Die Schaffnerin hat auch nicht schlecht geschaut. In Magdeburg hatte ich 2 Stunden Umsteigezeit, also habe ich mich kurzerhand dort in ein Backwerk gesetzt, einen leckeren Kakao getrunken und einen veganen Muffin gegessen, Blaubeermuffin, der war sehr, sehr lecker. Dann habe ich die Passanten beobachtet und auch einen kleinen Vogel. Mit meiner Familie war ich dann bei Mr. T in Uelzen, da esse ich sehr gerne. Dort hatte ich das Mittagsmenü, einen veganen Love Burger, ein veganes Patty nach Wahl im Sauerteigbun, Guacamole, veganer Käse, Babyleaf-Salat und Romana-Salat. War sehr, sehr lecker. Dazu gab es Pommes und einen Honig-Thymian-Mayo-Dip, den ich auch sehr lecker finde. Und eine hausgemachte Limonade gab es auch dazu. Ein Alster darf nicht fehlen im Sommer. Leckeres. Und dann ging es in den Pool für mehrere Stunden einfach nur planschen. Jetzt gibt es noch ein Pirolo-Kaktus-Eis. Lego! Jetzt bin ich angekommen im Urlaub und werde den Sommer so richtig genießen. Herrlich! Abends gab es dann noch eine Pizza, Margarita. Ohne Belag ist das nicht so ganz meins, aber war okay. Und noch ein Cocktail und wir haben Wer bin ich gespielt. Haha, Hamster oder Sonnenwind. Zum Frühstück gab es ein Brötchen wahlweise mit Marmelade und Käse. Danach haben wir nochmal eine Runde Wer bin ich gespielt. Mittags gab es All You Can Eat and Drink bei Mr. Wang in Uelzen und wir saßen an einem riesengroßen runden Tisch. Dort gab es richtig leckere Köstlichkeiten. Ich habe da mich richtig durchprobiert. Auch richtig tolle, leckere Limonaden. Die leckerste Limo, die ich je getrunken habe, war von Vio. Zitrone Limette, aber Maracuja war auch nicht schlecht. Es gab dort sogar einen Schokobrunnen. Habe ich zum allerersten Mal ausprobiert. Mega cool. Von Frühlingsrollen bis veganes Sushi habe ich alles probiert, was ohne Fleisch war. Ich muss sagen, ich habe zum allerersten Mal veganes Sushi mit Ananas gegessen und das ist super lecker, werde ich definitiv mal nachmachen. Der Nachtisch war auch sehr, sehr lecker. Von Cremes bis buntes Tiramisu, eine Softeismaschine war auch vorhanden. Köstlich, köstlich. Nur das Litschi-Eis fand ich nicht so lecker. Ein Glückskeks durfte natürlich auch nicht fehlen. Mein Spruch, Sie werden Anerkennung finden. Vielen Dank. Vollgefroppt ging es dann wieder nach Hause und ab in den Pool. Erstmal etwas keschern und dann mehrere Stunden Frohsinn und Planschen. Dann haben wir In einem Land vor unserer Zeit Teil 1 geschaut. Mein kleiner Bruder kannte den noch nicht. Und dazu gab es einen weißen Snickers. Ich hatte über den Tag verteilt den ein oder anderen Saft,
Besonders Drachenfrucht hat's mir angetan. Wir haben uns lecker Nudeln gemacht beide, Vanessa und ich. Und es gibt einmal halt Nudeln, diese mit zwei Löchern. Penne ist das. Ja, Penne. Und dann haben wir eine leckere, so eine Käse-Sahne-Soße gemacht. Da war drin so... Mehlschwitzer? Was? Mehlschwitzer. Mehlschwitzer, dann war da noch Milch drin. Dann haben wir Käse, einmal die Gouda-Streukäse gemacht, einmal diese Platten gemacht, die waren hier drin in der Verpackung. Dann Schmelzkäse ist das. Schmelzkäse oder wahrscheinlich. Dann haben wir noch Tomaten-Mozzarella-Gewürz gemacht. War auch und das weiß. Riecht sehr gut. Erst mal, dass ich sowas probiere. Und das war's, ja. Das haben wir reingemacht, zusammen gemacht. Und die ist richtig fertig uncraning. Das ist richtig, richtig. So, warte. Und das werden wir... Das riecht so richtig geil geworden. Und das werden wir uns jetzt genehmigen, lecker. Ja. Guten Appetit. Und zum Nachtisch gibt es eine Milchschnitte. Und wir gucken Rambo First Blood. Guten Appetit. Es wurde wieder Cocktail getrunken und wer bin ich gespielt? Sonntag. Das Frühstück war wie am Vortag Brötchen mit wahlweise Käse oder Marmelade. Der leckere Drachenfruchtsaft wurde auch weiter getrunken und wir wollten am Sonntag grillen. Dazu hatte ich mir auch ein paar vegane Leckereien besorgt. Aber erstmal ging es in den Pool. Die Produkte von Queen Legend kann ich euch wärmstens empfehlen. Bis jetzt hat alles geschmeckt, was ich von denen gegessen habe. Die wie Happy Würstchen fand ich nicht so besonders und das vegane Steak war okay. Natürlich gab es auch leckere Salate dazu, einen Tortellini-Salat und einen Nudelfeta-Salat und natürlich Kräuterbaguette. Eine leckere Soße durfte auch nicht fehlen, Mississippi Barbecue-Soße. Es wurde weiter geplanscht im Pool und dann gab es erstmal ein leckeres, kaltes Alster von Gösser. Ich bin hier gerade im Pool. Du warst bei 83, ne? Ja. Wir sind gerade im Pool. Und da sind überall Hühnchen. Kleine Hühner. Ja. Da vorne war vorhin auch noch eins. Da ist auch irgendwo noch ein richtig fetter Hahn. Das war ein stolzer Hahn. Und hier ist auch noch eine süße Katze. Die ist lustig. Spätnachmittag haben wir dann Schwarzen Peter gespielt, ein Kartenspiel. Und dazu gab es einen leckeren Cocktail. Vom Abendbrot gab es dann die restlichen Salate, die vom Grillen übrig geblieben sind. Spätabends haben wir dann weiter Cocktails getrunken und wer bin ich gespielt? Das hat einen Spaß gemacht und ich habe noch ein Wassereis gegessen. Exotik Sun Lolly. Lecker! Das war mal eine abwechslungsreiche und mit Spaß vollgepackte Woche, aber es geht damit gleich weiter. In Kalenderwoche 28 fahre ich an die Ostsee. Ich hoffe, euch hat das Food Diary gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Lebtag und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!